Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir von einer Ruffraktion bekommen können. Und zwar bin ich jetzt hier in dem neuen Gebiet aus Patch 10.1 Taralek-Höhlen. Und dort haben wir ja eine neue Ruffraktion. Und das sind hier diese Niffin. Die habe ich mittlerweile auf 6 hochgebracht. Und dort kriegen wir dann eine Quest. Und zwar habe ich die bekommen, als ich in SW war. Ne, nicht in SW, sondern in Waldracken, so rum. Ich habe mich quasi über SW nach Waldracken geportet. Und dann ist diese kleine Schnecke aufgetaucht, Posti. Das braucht dann immer irgendwie, ja, wenn dann einen Ruhestand-Ladebalken oder quasi einen Relog oder neu einloggen, dann taucht die in der Hauptstadt auf. Und die hat mir quasi die Quest hier mit Stufe 6 gebracht. Und die schimpft sich wie die Niffin. Und dafür gibt es ein paar Flugsteine. Aber was wir uns hier angucken wollen, Niffel-Buddel-Fäustlinge. Und die können wir dementsprechend dann einfach hier wieder abgeben. Ne? Also sprich, ihr müsst anscheinend aus der Höhle raus. Am besten in die Hauptstadt. Und dann könnt ihr dementsprechend die Quest einmal über diese kleine Schnecke kriegen. Die läuft einem dann auch die ganze Zeit hinterher. Das können wir jetzt dann hier einmal abgeben. Dann holen wir uns mal diese Buddel-Ausrüstung. Und schauen uns das Toy auch mal einmal an. Moment, da haben wir sie hier im Inventar. Da ist sie. Und was macht die Schönes? Spielzeuge. Ah, da haben wir sie jetzt nicht gleich drin. Niffin, da haben wir sie. Gräbt von einem anderen Ort in der Zahlerkühle aus einem Tunnel zurück nach Loam. Heißt, wir haben so eine Art Port. Jetzt ziehen wir die mal irgendwo hin und fliegen mal hier ein bisschen weg und testen das tatsächlich auch mal. Also wenn das so eine Art Port ist, dann wäre das ja sehr cool tatsächlich. Mal schauen, aber es heißt, es gräbt uns, ne? Kann natürlich auch sein, dass wir da jetzt dann nicht geportet werden, sondern dass wir da ewigen 3 Tage rumkrebsen und dass es schneller wäre, wenn wir dementsprechend einfach unseren Drachen benutzen. Aber das probieren wir jetzt mal aus. Gehen wir schon mal ein gutes Stück weg, ne? Dass wir da nicht zu schnell dran sind. So. Jetzt setzen wir das Toy mal ein. Jetzt grab ich mich auch ein. Es kommt eine Art Portbalken. Und jetzt? Ah, es ist tatsächlich ein Port. Haben wir einen Ruhestein auf Cooldown? Nein. Also wir haben damit dementsprechend eine Art Ruhestein direkt wieder hier in das Lager zurück. Was ja ganz cool ist, ne? Wenn wir jetzt gerade irgendwo da oben sind und hier ein Rare spawnt und man schnell hin will, kann man vielleicht einen Shortcut damit nehmen. Ja, ist eine nette Sache. Und tatsächlich auch mal ein nützliches Toy. Gut, mehr gibt es dazu eigentlich jetzt nichts zu sagen. Also wie gesagt, ihr müsst hier einmal auf Stufe 6 kommen. Den Ruf könnt ihr übrigens ganz gut erhöhen, indem ihr die Kampagne spielt. Da kriegt ihr immer diese Ruf-Tokens mit 2500 Ruf. Und alle Side-Quests bringen hier so ein Ruf-Token mit 1000 Ruf. Da habe ich jetzt auch noch ein paar im Inventar liegen. Da könnt ihr auch ganz gut Ruf bekommen. Zusätzlich gibt es auch noch diese Ruf-Tokens mit 250, die ihr über dieses Gräberspiel machen könnt. Was ist da hinten? Gibt es da so einen NPC, falls ihr den schon freigeschalten habt. Und da könnt ihr euch dann ein bisschen rumgraben. Und aus den Säcken gibt es dann immer diese Ruf-Tokens, die ihr übrigens auch bei Twinks bekommen könnt, die Battle.net-Account gebunden sind aktuell. Und dementsprechend könnt ihr die auch alle auf euren Main schicken, wenn ihr das hier hardcore farmen wollt. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.